Was spiele ich hier? Null, null? Hä? Hier steht Community. Okay. Wie mache ich das jetzt? Da ist das Ausgang. Der Ausgang aber. Mal sehen. Mal weiter. Okay. Und da ist der Ausgang. Scheiße. Da komme ich aber nicht hin. Oh, oh, oh. What the fuck? Scheiße. Ah, okay. Test abgeschlossen? Starte neu? Wie? Okay, ich bin leicht überfragt. Nein, bin ich natürlich nicht. Ich habe selber mal den Community-Testkammern-Editor ausprobiert. Hier, so seht ihr das, was ich gebaut habe? Community. Mach ich so. Jetzt meine neue Kammer. Verwerfen? Nein. So, das ist die Standardkammer. Kann man jetzt hier so Schalter nehmen. Und jetzt mache ich zum Beispiel das hier. Dahin. Verbinden mit. So. Und dann wenn ich jetzt. Ach, scheiße. Ja. Man muss immer aktualisieren. Muss man hier drauf, dann baut der hier Building Geometry und es dauert ein bisschen, deswegen schneide ich das raus. Tschüss. So, er hat fertig geladen, also dieses Licht machen, das dauert immer am längsten. Und es gibt alle Objekte, die es im Singleplayer auch gibt, gibt es auch zum eigenen Bauen. Und unser Rätsel. Wow. Neuen Block. Yeah. So. Weiße Flächen kann ich dann halt normal machen. Das ist so extrem laut. Und wenn ich jetzt wieder zurück zum Editor gehe, graue Flächen markiere ich so ganz normal, so ziehe ich so rum und dann mache ich P. Dann sind es weiße Flächen und wieder so. Kann ich auch alles hier machen? P. Dann ist das zwar ein scheiß blöder Raum. Aber es geht. Dann kann man die, glaube ich, ich weiß nicht selber nicht, wie man die veröffentlicht. Ah, hier veröffentlichen. Und dann schickt ihr mir den Link, wenn ihr möchtet. Ist ja richtig geil. Natürlich, wenn ihr selber habt. Und hier Beschleunigungsskill. Ja, natürlich nicht so. Yeah. Ja, guck mal, die sehen anders aus. Nee, das, guck mal, das fällt richtig sinnvoll. Blatsch. Und hier, das finde ich ein bisschen kacke. Das kann man nicht löschen. Das muss immer da sein, okay? Darum sage ich, tschüss. Und ich habe das euch ein bisschen erklärt, aber es gibt noch andere Tutorials. Wir blenden nicht welche ein. Und sage tschüss.